Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Ihr hättet jetzt wahrscheinlich mit dem fünften Teil der XXL-Saisonanalyse gerechnet, aber da muss ich euch leider enttäuschen. Denn es ist nun mal diese Woche so, dass ich ziemlich viel um die Ohren habe. Der einen Tag ist dies, den anderen Tag ist das. Und darum schaffe ich es leider nicht, so ein Video in der Qualität mit den ganzen Special Effects oder Seitenanimationen bis Donnerstag fertigzustellen. Darum habe ich mich jetzt hier gerade 55 Minuten hingesetzt und habe eine Tierlist einmal zur dritten Liga, einmal zur zweiten Liga und einmal zur ersten Liga erstellt. Für alle, die nicht wissen, was eine Tierlist ist, das ist einfach so eine Liste in fünf Kategorien eingeordnet. Einmal ganz oben sehr sympathisch, einmal ganz unten darunter sympathisch, dann ist in Ordnung, juckt mich nicht und unsympathisch. Beziehungsweise weg mit euch. Ja. Ich denke mal, das wird sich im Laufe des Videos eigentlich von selber erklären. Was? Eigenwerbung? Insta-Push mit dem Arminentuber. Dun, dun, dun. Wenn ihr ein bisschen mehr in mein Privatleben einblicken wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal in der Videobeschreibung nachzugucken. Dort ist der Instagram-Account von mir, beziehungsweise der Amintuber-Account verlinkt. Denn ich werde mich am Samstagmorgen zusammen mit meiner Freundin zur Ostsee begeben und dann abends nach Berlin fahren und dort auch bis Montag bleiben. Dort werde ich natürlich immer wieder Stories raushauen, egal vom Strand, egal irgendwie vom Brandenburger Tor oder sowas. Wer sich dafür interessiert, checkt es gerne mal ab und verfolgt meine Stories und lasst mir natürlich auch gerne ein Follow da. Ich würde mich sehr freuen und jetzt gehen wir wieder zurück ins Video. Also, dann würde ich sagen, wenn ihr diese 55 Minuten Zeit habt, gibt's euch gerne. Ich habe sehr, sehr wenig geschnitten. Ich habe da jetzt einfach mal so ziemlich uncut hochgeladen. Nur, ich glaube, zwei Schnitte gesetzt. Ist so ein bisschen was zum Zuhören, Handy nebenbei weglegen und FIFA zocken. Keine Ahnung, Zigaretten stopfen oder irgendwie sowas. Also, wünsche ich euch viel Spaß und dann sehen wir uns nächste Woche, wenn es dann auf jeden Fall wieder eine neue Folge der XXL Saisonanalyse von Arminia Bielefeld gibt. Reingehauen! So, dann starten wir also rein. Dritte, zweite und erste Bundesliga-Tierlist. Meine persönliche. Wie schon eben gesagt, wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber bitte, ja, alles klar. Bitte bleibt sachlich dabei. So, ich würde sagen, Wir starten mit dem ersten, der uns hier angezeigt wird. Und das ist Carl Zeiss Jena. Generell, Vereine aus dem Osten sind mir eigentlich relativ sympathisch. Gerade natürlich wegen der ganzen Fanbase, wenn die auswärts was mitbringen, das ist immer exzellent. Jena gerade, weil Jena in der zweiten Liga war, wo ich so richtig Fußballfan wurde, würde ich die jetzt schon eigentlich auf sympathisch stecken. Wahrscheinlich nicht jeder der Meinung, aber wie gesagt, so eine Tierlist ist natürlich immer seine eigene Meinung. Und ja, wir wollen auch gleich mal weitermachen mit den Würzburger Kickers. Natürlich Glückwunsch zum Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga, muss man an der Stelle sagen. Aber generell weiß ich nicht, was ich mit Würzburg anfangen soll. Ist halt ein kleiner Verein, kleines Stadion, wenig Fans leider. Darum würde ich jetzt tatsächlich mal sagen, dass ich die, ja, ich bin nur ein bisschen am Schwanken zwischen juckt mich nicht und ist okay. Ich würde aber sagen, da sie ein einigermaßen sympathischer Verein sind, würde ich sie auf ist in Ordnung stecken. Und dann geht es weiter mit Viktoria Köln. Es gibt viele Vereine in Köln, Viktoria Köln ist einer davon. Ich glaube, mehr gibt es hier gar nicht mal so viel zu sagen. Viktoria Köln, ganz klar ein Verein der Kategorie, juckt mich nicht. Der erste FC Magdeburg, Wahnsinnsfans. Ich war ein bisschen enttäuscht, als sie nach Bielefeld gekommen sind. Da bin ich mit einer sehr hohen Erwartungshaltung auf die Alm gefahren.
und wurde dann leider ein bisschen enttäuscht. So ganz viel Krawall haben sie im Stadion nicht gemacht, also jetzt was die Stimmung angeht. Trotzdem, man weiß, die Magdeburger Fans sind eine Klasse für sich. Darum würde ich sie tatsächlich auf sympathisch stecken. Nächster Verein aus dem Osten, generell die dritte Liga, ist bzw. war vor einem Jahr ziemlich ostbelastet. Jetzt in der nächsten Saison wird es ja eher nordbelastet. Ja, der Chemnitzer FC. Auch so ein Verein. Natürlich gute Fans, auf jeden Fall. Haben natürlich diesen einen Skandal mit diesem rechtsradikalen Ordner hinter sich, der jetzt natürlich nicht mehr Ordner ist. Wer das noch nicht weiß, gibt einfach mal einen GMW Chemnitz FC, rechtsradikale Ordner oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Video hieß. Auf jeden Fall habe ich meine Dokumentation darüber gesehen. Ja, aber jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Chemnitz FC ist ein Verein der Kategorie, ist in Ordnung. So, dann kommen wir zu Eintracht Braunschweig. Ja, Braunschweig, ein bisschen schwierig aus Bielefelder Sicht natürlich hier einzuordnen. Ganz klar, Hamburg, Hannover, Bielefeld und Hannover und Braunschweig gleich Köpfe ab. Trotzdem muss ich doch mal so ein bisschen die Fanfeindschaft zwischen Hannover und Braunschweig in den Hintergrund stecken. Sonst würde ich hier auf unsympathisch gehen. Aber ich bin jetzt auch weit davon entfernt, dass Eintracht Braunschweig wirklich sympathisch ist. Darum würde ich sie jetzt einfach mal auf ist in Ordnung einstufen. Der nächste Verein ist der SV Meppen. Ja, ich meine, die erste Saison hätten sie ja so in der dritten Liga hinter sich. Auch relativ souverän geschafft, aber generell, als sie aufgestiegen sind, wusste ich nicht allzu viel über den SV Meppen. Natürlich haben sie eine gute Saison gespielt. Dieser eine Stürmer, ja, wie hieß er denn jetzt? Immer mit Off am Ende. Keine Ahnung. Soll auch gar nicht das Thema sein. Hat natürlich eine super Saison gespielt, auch in viel von Tots gekriegt, was mich doch ein bisschen gewundert hat. Aber gut, er hat natürlich gut gespielt. Generell der SV Meppen. Ein Verein, den ich jetzt hier unter juckt mich nicht einstufen würde. Ich wusste vor einem Jahr noch nicht viel von denen, als sie aufgestiegen sind. Ich weiß auch jetzt noch nicht allzu viel von denen. Der nächste Verein, Sonnenhof Groß-Asbach. Ganz, ganz schade finde ich persönlich, dass sie aus der dritten Liga abgestiegen sind. Ist mir wirklich ein sympathischer Verein, den kann ich auch gleich mal hier oben mit hinstufen. Einfach so ein kleiner Dorfverein, der sich ohne große finanzielle Unterstützung hochgearbeitet hat, jetzt leider wieder in der vierten Liga oder in der Regionalliga Bayern müsste das sein, denke ich mal. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Leider nie da gewesen. Wir sind ja damals Meister in Groß-Asbach geworden. Ja, gut, das war ein bisschen unglücklich, dass sie da nicht war. Aber gut, wie gesagt, ist mir sehr, beziehungsweise nicht sehr sympathisch und werden es dann natürlich noch ein weiter nach oben, aber ist mir sympathisch. Dann kommen wir zum nächsten Ostverein und das ist der FSV Zwickau. Ja, ganz ehrlich, juckt mich nicht. Der FSV Zwickau juckt mich absolut nicht. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so viel mehr zu sagen. Wir kommen zum nächsten und das ist der FC Bayern München Nummer 2. Und jetzt haben wir das, was ich eigentlich am Anfang schon sagen wollte. Hier seht ihr ja eher unsympathisch, Schrägstrich weg mit euch. Da würde ich jetzt den FC Bayern hinpacken. Nicht aber, weil wir der FC Bayern sind und die erste Liga kaputt machen und die teuersten Spieler kaufen, bla bla bla. Sondern weil ich finde, dass zweite Mannschaften nichts in der dritten Liga zu suchen haben, sondern erst ab der vierten Liga Spielberechtigung bekommen sollen dürfen. Deutsch ist da auf jeden Fall. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Darum, es ist nicht mal böse gemeint mit dem Weg mit euch, sondern einfach nur aus Prinzip, dass diese Mannschaften nichts in der ersten, in der dritten Liga zu tun haben. Trotzdem natürlich überragende Saison gespielt vom FC Bayern. Ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Dann
Kommen wir zum ersten FC Kaiserslautern. Grüße geht raus natürlich an Matze. Daily Madness. Ich glaube nicht, dass du es siehst, aber wenn, Grüße gehen raus natürlich. So, und das ist natürlich ein Verein, der mir sehr sympathisch ist. Es ist einfach Tradition pur, der erste FC Kaiserslautern. Ah, herrlich. Ich bin seit 2 Jahren am Hoffen, dass sie wieder aufsteigen, aber es will nicht. Ja, jetzt haben sie ja dann mit diesem Investor so ein bisschen was geregelt. Ich hoffe einfach, dass sie die finanziellen Mittel sinnvoll einsetzen und nicht jetzt irgendwie einen überalterten Topmann aus der zweiten Liga oder so holen, sondern wirklich kontinuierlich über die Jugend gehen und dann, wenn es auch nächstes Jahr nicht ist, dann darauf das Jahr vielleicht aufsteigen und sich dann doch wieder zu einer Spitzenmannschaft in der zweiten Liga etablieren oder vielleicht sogar noch mehr. Ich würde es den ersten FC Kaiserslautern auf jeden Fall wünschen und darum stufe ich ihn hier ganz klar auf sehr sympathisch ganz oben ein. So, der erste FC, alles klar, bleib konzentriert. Der FC Hansa Rostock. Auch da bin ich ein bisschen am Schwanken zwischen sehr sympathisch und nur sympathisch. Rostock hat natürlich richtig, richtig geile Fans, die natürlich auch die ein oder andere Scheiße machen. Ist klar, damit meine ich jetzt nicht das Abbrennen von Bürotechnik. Wer mich ein bisschen länger verfolgt, der weiß, dass ich ein großer Fan von bin. Aber generell finde ich solche Mannschaften... heute ist echt mein Tag. Generell finde ich, dass solche Aktionen wie damals gegen Hertha im Pokal einfach unnötig sind, dass sie da so heftig provozieren. Klar, provozieren gehört dazu, aber es war vorauszusehen, dass sowas einfach zustande kommt, dass die sich gegenseitig mit Bengalos abwerfen. Und da denke ich mir natürlich auch, ey Leute, da stehen Kinder im Block, beziehungsweise Jugendliche, die das gar nicht wollen. Also, na. Aber ich will das gar nicht abhängig machen von den Fans hier. Das habe ich in der Vergangenheit mal gemacht und dafür sehr viel Kritik geerntet. Das habe ich auch eingesehen, dass man das nicht machen sollte. Es sollte wirklich nur auf den Verein drauf ankommen. Natürlich spielen die Fans damit eine große Rolle. Aber ich würde sagen, ich würde Hansa Rostock nicht auf eine Stufe mit dem 1. FC Kaiserslautern stellen, sondern eher eine runter, nämlich auf sympathisch, aber von diesen Mannschaften auf jeden Fall ganz weit vorne. Das können wir auch mal ganz nach vorne setzen, wenn das gehen würde. Ja, geht. So, der Hallescher FC etabliert absolut in der dritten Liga. Spielen immer wieder eine gute Saison, haben letzte Saison auch ganz oben mit angegriffen. Dieses Jahr sah es ja eher anders aus, da war man lange Zeit im Abstiegskampf mit dabei. Dann den Trainerwechsel, dann aber wieder gut gefangen und so eben mit doch relativ großem Abstand nicht abgestiegen. Hallescher FC würde ich jetzt nicht unter Juckt mich nicht einstellen, denn generell Ostvereine sind ziemlich geil. Gut, das widerspricht jetzt gerade mit Zwickau, ich weiß. Aber ist in Ordnung. Der Hallescher FC ist auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt kommen wir zu den Schanzern aus Ingolstadt. Und da muss ich sagen, natürlich sind sie von Audi ziemlich abhängig. Natürlich steckt Audi da sehr viel mit rein. Und ich mag sie auch wirklich nicht. Aber ich würde sagen, dass sie nicht so eine krasse Mannschaft ist, die den deutschen Fußball kaputt macht oder den Fußball allgemein. Es juckt mich einfach nicht. Dieser Verein juckt mich nicht. Er ist aber ganz, ganz stark am Abgrund zu... Beziehungsweise nein, wir machen das so, eher unsympathisch. Weil das sind ja beide. Bayern gehört zu weg mit euch. Und Ingolstadt zu eher unsympathisch. So kann man es machen, so war auch mein Plan. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt meinen eigenen Plan nicht mehr weiß. Wir gehen weiter mit dem MSV Duisburg. Haben eine relativ solide Fanbase, würde ich jetzt mal sagen. Manche sagen ja, hey, die Duisburger sind, die haben eine gute Fanbase. Würde ich nicht mal wirklich behaupten. Sollte es auch gar kein Front sein an die Duisburger Fanszene. Aber ich finde, da ist einfach mehr rauszuholen. Die Stimmung ist nicht so besonders gut im Stadion. Ich war da jetzt auch schon 3 Mal.
und muss sagen, das geht deutlich, deutlich besser. So, darum würde ich sie auf eine schwierige Sache, aber ich sag mal so, ich bin Freund von Tradition, also stecke ich sie hier unter sympathisch. Allerdings mit einem leichten Negativ-3 zu ist okay. Dann kommen wir zu Unterhaching und da muss ich ehrlich sagen, vor anderthalb Jahren wären sie noch, ja, vielleicht hier gewesen. Jetzt sind sie aber eher hier. Auch da wieder der gleiche Fall. Investor kommt, gute Spieler werden geholt. Anstatt mal irgendwie auf Jugend zu setzen, vielleicht mal das Jugendzentrum zu erweitern. Aber gut, es ist halt so im Fußball. Ich entschuldige mich, ich muss mal gerade was trinken. Mal sehen, ob ich Bock habe, das auszuschneiden. Ich hab's ja schon gesagt, ich habe nicht ganz so viel Zeit für ein Video diese Woche. So, und dann kommen wir zu 1860 München. Mann, 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 sind das verrückte letzte Jahre. So. Investor, dieser Ismail, ich weiß nicht mal ganz genau, wie er heißt, hat den Verein sowas von runtergedrosselt. Bah, ein Glück ist der Mann weg. Und 60 konnte aus der vierten Liga wieder komplett neu anfangen, sich neu aufbauen, haben das gut gemacht in der ersten Saison oder in der zweiten Saison. Ich weiß jetzt auch nicht mehr wirklich, dass sie da aufgestiegen sind und jetzt haben sie sich in der dritten Liga ja so ziemlich auf Mittelfeldplatz etabliert und ich bin mir sicher, dass sie spätestens nach 2 Jahren wieder in der zweiten Liga sind. Generell, 1860 ist mir ein sehr sympathischer Verein und ich würde tatsächlich sagen, dass ich sie zusammen mit dem 1. FC Kaiserslautern auf sehr sympathisch stelle. Dann kommt Waldhof Mannheim. Ist auch so ein Verein, der eine gute Fanbase hat, auf jeden Fall, muss man sagen. Ja. Ist okay. Ist okay. Ich kann zu diesem Verein nicht gerade viel sagen, weil ich mich auch mit diesem Verein nicht so wirklich beschäftigt habe. Ja. Aber wie gesagt, Fans spielen einfach eine ganze Menge mit rein. Und darum würde ich sagen, Waldhof Mannheim ist okay. Wenn die nächsten Jahre hochkommen, ist natürlich auch mit einer Menge Tradition verbunden, wäre ich sehr glücklich für. So, dann kommen wir zu unseren Lieblingsfreunden. Herzlichen Glückwunsch, SC, zum Abstieg in die vierte Liga. Nein, Spaß beiseite. Abstieg ist nie schön. Ich denke mal, da können wir Bielefelder ein Liedchen von singen. Ganz ehrlich, auch wenn ich jetzt hier ein paar imaginäre Backpfeifen kriege, würde ich sie unter ist in Ordnung stecken. Da, warum? Sie machen den Sport in keinster Weise kaputt, wie andere Mannschaften. Sie haben eine ganze Menge Tradition, nicht so wie andere Mannschaften. Und natürlich sind sie unsere größten Feinde. Feinde Nummer 1, aber trotzdem, Tradition spielt eine ganze Menge mit rein. Und auch die Fans sind einigermaßen in Ordnung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie eine sehr stabile Fanbase haben, aber mit denen ist schon zu arbeiten. Ich hätte nie gedacht, dass ich die mal unter ist in Ordnung einstätze. Aber gut, dann der KFC Uerdingen, auch natürlich in der vorherigen Variante, erste FC Uerdingen. Bayer 04 Uerdingen, so, Bayer 04 Uerdingen, auch mit einer ganzen Menge Tradition, dann wurde der Verein ja umbenannt in KFC Uerdingen. Wie heißt das? Die haben nur zwei Namen. Uerdingen, Krefeld-Uerdingen, so. Ja, natürlich auch mit einer sehr viel Geld mit reingepumpt, ist klar. Und ja, ich hoffe einfach, dass sie den Ausstieg in den nächsten Jahren nicht schaffen werden. Ganz einfach, es wird einfach wieder das gleiche wie RB sein, wie Hoffenheim, die sich nur durch Geld in der ersten Liga etablieren. Also würde ich ganz klar sagen, nicht nur sehr unsympathisch, sondern weg mit euch. Das soll es von der dritten Liga auch gewesen sein.
wir machen hier einen kleinen Cut und machen gleich in der dritten Liga weiter. In der zweiten Liga. Mein Gott, das ist aber auch mein Tag heute. Bis gleich. So, dann geht es weiter mit der zweiten Bundesliga. Wir starten mit dem SV Darmstadt und die setzt sich ganz klar auf Weg mit euch. Es ist immer noch nicht verziehen, dass ihr uns 2013 in die dritte Liga geschossen habt. Pfui! Spaß beiseite. Darmstadt ist ein Verein, der bei mir ganz klar zwischen juckt mich nicht und ist in Ordnung steht. Da sie aber eine Menge mit Traditionen zu tun haben, natürlich, würde ich sie auf ist in Ordnung einstufen, gerade weil wir die letzten Spiele ja immer ganz gut gegen die gespielt haben. Ja, aber ob die jetzt oben mitspielen oder unten mitspielen, es ist mir eigentlich egal. Aber es ist jetzt nicht ein Verein, der, wo ich sagen würde, er juckt mich absolut nicht. Das ist nämlich eher Wien Wiesbaden und die stufe ich erstmal hier ein. Denn krank schlechte Fanbase, also ganz ehrlich, was die auswärts mitbringen und auch was die heim abliefern. Ich war ja in Wiesbaden bei dem 5:2, das ist so unfassbar schlecht. Sorry an alle Wiesbaden-Fans, aber ganz ehrlich, Wiesbaden ist einfach eine ziemlich große Stadt und dann so wenig an Fanpotenzial. Das habe ich wirklich bei keiner Mannschaft sonst so gesehen. Nicht mal bei Sandhausen, da finde ich Sandhausen noch sympathischer. Ich würde sogar sagen, dass sie zwischen juckt mich nicht und eher unsympathisch stehen. Aber es ist ein kleiner Verein, kann schon durch Sympathiepunkte oder kann Sympathiepunkte bei mir sammeln, aber jetzt auch nicht allzu viele. Dann kommen wir zu Jahn Regensburg und die stehen jetzt auch auf ist in Ordnung. Denn ist auch wieder so ein Verein wie Darmstadt, ob die oben mitspielen, ob die unten mitspielen, es ist mir eigentlich relativ egal, haben eine einigermaßen solide Fanbase, dritte Liga absolut etabliert in den letzten Jahren und hauen auch Spiele raus, wirklich, wo ich persönlich sage, wow, das ist echt in Ordnung so oder beziehungsweise gut. Regensburg auf ist in Ordnung. Dann kommen wir zu Bielefeld. Ich denke, das können wir relativ schnell machen. Jetzt bin ich natürlich ganz oben. Ich bin Arminia-Fan. Ich bin der Armin-Tuber. Also Kapitel durch. Bielefeld natürlich sehr sympathisch bei mir. Dann Dynamo Dresden. Ich bin ganz, 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 ganz weit davon entfernt zu sagen, die jucken mich nicht. Ich bin aber auch ganz, ganz weit davon entfernt zu sagen, die sind mir sympathisch. Haben eine richtig, richtig geile Fanbase, wo ich aber auch wieder sagen muss, dass sie mich in so manchen Spielen schon enttäuscht haben. Beim ersten Spiel, wo sie auf die Alm gekommen sind, da war ich echt erstaunt, was die an Lautstärke machen, was die an Fans mitbringen. Also das war ja Weltklasse, wirklich. Dann gab es aber auch wieder Spiele in Bielefeld, wo ich mir dachte, das können die auch viel besser. Und auch in Dresden, ich weiß auch schon dreimal in Dresden, haben sie das eine Spiel so abgeliefert, das andere Spiel so. Aber ich finde, Dresden gehört schon in die zweite Liga. Macht das Ganze auf jeden Fall ein bisschen attraktiver. Und darum würde ich sagen, Dresden ist in Ordnung. Dann der erste FC Heidenheim, ganz, 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 ganz knapp am Aufstieg in die erste Bundesliga vorbeigeschraubt an Werder Bremen in der Relegation. Ja, diese blöde Auswärtstorregel, man kann sich darüber streiten. Ich denke mal, sehr, sehr viele, eingeschlossen natürlich mir, sind gegen die Auswärtstorregelung. Gerade in Zeiten von Corona, wo keine Fans mit ins Stadion dürfen, ist das natürlich absoluter Schwachsinn. Natürlich Heidenheim, ein Verein, der sich wahnsinnig gut in der zweiten Liga etabliert hat und sich immer weiter Stück für Stück hochgearbeitet hat und dieses Jahr zum ersten Mal in der Relegation stand, wie gesagt, leider nicht geschafft. Ich würde es den Heidenheim aber wirklich wünschen, dass sie irgendwann mal Erstligaluft schnuppern dürfen, auch wenn es dann wahrscheinlich nur für ein Jahr ist und ich bin jetzt auch kein Freund davon, der sagt, Heidenheim sollte sich auf jeden Fall in der ersten Liga etablieren. Denn erste Liga, da müssen Vereine her, die ein geiles Fanpotenzial haben, damit die Liga auch attraktiv ist. Und das, würde ich sagen, bringt Heidenheim eben nicht mit. Sie haben eine stabile Fanbase, auf jeden Fall.
aber halt auch nicht so eine, wo man sagt, wow, die haben es drauf. Heidenheim stufe ich auf sympathisch ein. So, dann der SV Sandhausen. Auch ein bisschen schwieriges Thema. Kann zu denen nicht allzu viel sagen. Haben sich auch sehr gut in der zweiten Liga etabliert. Trotzdem würde ich sagen, Sandhausen eher so ein Verein, der mich absolut nicht juckt. Da gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. Holstein Kiel. Vor 2 Jahren hatten sie ja diesen riesen Boom, wo sie richtig gut mit oben gespielt haben, beziehungsweise auch ein Jahr davor, glaube ich, Vierter geworden und dann ein Jahr später in der Relegation an den VfL Wolfsburg gescheitert. Da war ich natürlich auch für Kiel. Zu Wolfsburg kommen wir ja gleich noch. Aber jetzt die Saison war ziemlich dürftig, haben lange Zeit eher unten mitgespielt. Jetzt zum Abschluss der Saison haben sie sich gut im Tabellenmittelfeld eingeordnet. Darum ist jetzt kein Verein, wo ich sagen würde, der ist mir total sympathisch, aber auch nicht, juckt mich nicht, sondern ist in Ordnung. So, dann kommen wir zum FC St. Pauli. Ist das gleiche wie mit... Was war das eben? Ja, Braunschweig, genau. Das ist das gleiche wie mit Braunschweig, nur diesmal, ihr seht schon, die beiden sind nebeneinander. Fanfreundschaft, wir zum HSV. Fanfreundschaft, HSV zu St. Pauli. Blende ich aber aus, denn St. Pauli hat A, geile Fanbase, geile Stadion, geile Tormusik, geile Einlaufmusik. Also ich finde, bei St. Pauli stimmt so ziemlich alles. Darum würde ich sagen, ich bin schon fast davor zu sagen, die stelle ich mit Bielefeld auch sehr sympathisch. Aber das bringt meine Fanfreundschaftsseele nun auch wieder nicht übers Herz. Also würde ich sagen, St. Pauli ist mir auf jeden Fall ein sympathischer Verein. Wir kommen zum HSV. Wie schon gesagt, gerade unsere Freunde, manche würden jetzt sagen, hey, Fanfreundschaft, sehr sympathisch, bin ich anderer Meinung. Fanfreundschaft wird bei mir zwar groß geschrieben, aber ich finde den HSV nicht sehr sympathisch, aber auch nicht, wie viele sagen, ihr seid so scheiße. Sie sind natürlich eine Lachnummer in den letzten Jahren geworden, auf jeden Fall, gerade weil sie jetzt zweimal in Folge nicht den Aufstieg in die erste Liga geschafft haben. Aber ich würde ihnen auf jeden Fall wieder wünschen. Sie sind einfach ein Verein, der in die erste Bundesliga gehört. Da kann man mir auch sagen, was man will. Es ist immer so. Darum würde ich sagen, der HSV steht hier auf sympathisch. So, dann kommen wir zum zweiten HSV, nämlich Hannover 96. Wie gesagt, auch unsere Freunde. Ich weiß aber nicht wirklich, was ich aus Hannover 96 rausholen soll. Irgendwie, da sticht nicht so wirklich was raus. Sie haben ein schickes Stadion auf jeden Fall, modernes Stadion. Aber so wirklich, ich kann einfach nicht sagen, hey, das haben die, was die jetzt wirklich sympathisch macht. Also würde ich sagen, Hannover 96 kommt hier auf, ist in Ordnung rauf. Dann kommen wir weiter zum Karlsruhe SC. Ja, der KSC, aufgestiegen aus der dritten Liga und am letzten Spieltag haben sie ja noch den Klassenerhalt geschafft durch einen Sieg in Sandhausen, keine Ahnung, schlag mich tot. Ich weiß ja nicht mehr, wo sie gespielt haben. Nee, Fürth, genau, in Fürth haben sie gespielt. Ja, es ist ein Verein, gute Fanbase, Tradition haben sie auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich. Ich bin am Überlegen zwischen sympathisch und ist in Ordnung. Ich setze jetzt erstmal auf ist in Ordnung. Wenn mir da noch irgendwas dazwischen funkt in meinen Gedanken, dann kann das Ganze ja noch ändern. Dann kommen wir zum ersten FC Nürnberg und das war natürlich eine Saison absolut zum Vergessen. Erst in der Relegation haben sie in der 96. Spielminute geschafft, die Klasse zu erhalten. In Ingolstadt gegen den FC Ingolstadt. Das ist unglaublich. Ich war voll und ganz für den ersten FC Nürnberg. Auch wenn ich in der Relegation eigentlich eher für die kleineren Teams bin. Also
Erster, Zweiter bin ich für den zweiten Ligisten, weil ich einfach finde, die haben es einfach mehr verdient, dann eine Klasse höher zu spielen, weil sie eine geile Saison gespielt haben und sich das Ganze verdient haben. Bei den beiden Mannschaften war es einfach anders. Nürnberg absolut sympathisch für mich, Ingolstadt absolut unsympathisch für mich. Also, ihr merkt schon, sehr viel Sympathie hier, also ganz klar. Der FC Nürnberg kommt bei mir auf sympathisch. Dann geht es weiter mit den absoluten Feinden vom 1. FC Nürnberg, nämlich den Kleeblättern aus Fürth. Bei denen muss ich sagen, da juckt mich eigentlich so ziemlich gar nichts. Also sie haben kein so besonderes Stadion, sie haben keine besonderen Fans. Tradition ist zwar vorhanden, aber ganz ehrlich, was bringt man denn mit Fürth in Verbindung? Ich weiß es nicht, also sage ich jetzt einfach mal hier, kommt zum FV Sandhausen und Wien Wiesbaden auf die Sparte, juckt mich nicht. Wir gehen weiter zum VfB Stuttgart. Natürlich wieder mal Glückwunsch geht raus an die Stuttgarter. Ja, Aufstieg geschafft in die erste Liga. Es ist halt ein Verein, der mir jetzt nicht sehr sympathisch ist, aber auch nicht unsympathisch. Also sie haben geile Spieler, haben schon einige geile Spieler gehabt. Zum Beispiel Mario Gomez. Ich denke mal, es gibt viele, die Mario Gomez feiern. Hat natürlich sein letztes Spiel gemacht für den VfB. Ist natürlich ein bisschen schade, aber gut. Spieler müssen auch mal andere Wege gehen. Lange Rede, kurzer Sinn. VfB Stuttgart kommt auf sympathisch. So, wir gehen weiter, beziehungsweise ich mache es dringend. Ich kriege ja vom vielen Reden zum Pappmal. So, ich werde hier auch mal die Flasche wieder zukriegen, würde. Rivalität, VfL Bochum. Und da spielen jetzt zum einen die Faktoren tatsächlich schlechte Fanbase. Also das soll wirklich kein Angriff sein, aber ich finde die Fans von VfL Bochum wirklich schlecht. Aber was die rausholen können, ich meine, das Stadion ist ja immer ziemlich gut gefüllt, aber die enttäuschen mich halt Spiel für Spiel, egal ob ich in Bochum im Gästeblock bin oder vor allem auf der Südtribüne, wenn die was mitbringen, es ist einfach enttäuschend. Es gab zwar schon viele Spiele, nicht viele Spiele, sondern Spiele, wo sie mir gezeigt haben, die können es auf jeden Fall besser, aber das ist eher in der Unterzahl. Und zusammen mit dieser Rivalität zum VfL Bochum würde ich die jetzt tatsächlich auf eher unsympathisch schieben. Nicht weg mit euch, auf gar keinen Fall. Bochum hat Tradition, Bochum gehört auch in die zweite Liga, man muss so sagen, aber mir ist Bochum echt unsympathisch. Dann geht weiter mit dem VfL Osnabrück. Und viele sind ja immer noch der Meinung, VfL Osnabrück, Bielefeld, ah, die können sich nicht. Finde ich aber ganz anders. Wahrscheinlich liegt es bei mir auch einfach an diesem einen Stadion-Vlog, als ich gegen die Würzburger Kickers da war, in der dritten Liga damals noch. Ist bis heute mein meistgeklicktes Video. Ich weiß auch nicht, auch wenn es mit Bielefeld nichts zu tun hat. Nee, die Atmosphäre ist einfach in Osnabrück richtig, richtig geil. Man kriegt. Ich war das zum ersten Mal und ich habe drei Sachen einfach so geschenkt gekriegt. Die Osnabrücker in den Kommentaren waren alle richtig, richtig gut drauf. Und das ist einfach nur Wahnsinn. Auch wenn ich hier ein bisschen in Love spreche. Aber Osnabrück auf gar keinen Fall auf einer Stufe mit Arminia. Das bringt mein Herz auch nicht über die Seele, aber auf jeden Fall sympathisch, dieser Verein für mich. Und nun kommen wir zum. Zu Erzgebirge Aue, das wird hier der letzte in den beiden Liga sein. Aue ist natürlich auch eine Mannschaft, die gutes Fanpotenzial hat. Tradition jetzt eher nicht so vorhanden. Aber sie haben sich auf jeden Fall gut in der zweiten Liga etabliert. Sympathisch sind sie mir nicht, unsympathisch sind sie mir auch nicht, aber ist in Ordnung. Also, der letzte Verein ist in Ordnung. Ich kriege hier gerade Schluck auf oder sowas. Wir sehen uns gleich in der ersten Liga wieder und schließen damit das Kapitel Tierlist.
so angekommen in der Bundesliga-Tierlist und da geht es auch gleich schon mal mit meinen Lieblingsvereinen los, den SC Paderborn. Viele, viele sagen ja, die neutral eingestellt sind. Es ist ein sympathischer, kleiner Verein, der auch mal ein bisschen Bundesliga-Luft schnappen kann, darf. Aber ich weiß nicht, was ich vom SC Paderborn halten soll. Sie haben eine, wie ich finde, ziemlich schlechte Fanbase. Sie haben nicht ganz so viel Tradition. Dazu kommt natürlich doch die Rivalität mit Bielefeld. Stimmung meist sehr, sehr schlecht. Stadion, selbst in der zweiten Liga, nicht immer gefüllt. Obwohl da irgendwie nur 12.000 reinpassen. Oder 13.000, 14.000, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall katastrophal, wenn man in der zweiten Liga sein Stadion nicht vollkriegt. Und Paderborn ist auch keine kleine Stadt. Daran kann es auf jeden Fall nicht liegen. Und darum, auf der einen Seite jucken sie mich nicht, aber auf der anderen Seite sind sie mir auch unsympathisch. Also ganz ehrlich, ganz klar, Paderborn kommt bei mir auf eher unsympathisch nicht weg mit euch. So, dann geht's weiter mit Bayer 04 Leverkusen. Und auch das ist wieder so ein Verein, hat zwar schon eine bessere Fanbase als Paderborn, aber auch da spielt Bayern natürlich wieder mit rein, wie auch schon im Namen erwähnt wird. Allerdings finde ich jetzt Leverkusen nicht so schlimm wie halt andere Mannschaften, zu denen wir gleich noch kommen. Trotzdem würde ich tatsächlich sagen, dass sie nicht unter Juckt mich nicht, sondern auch unter unsympathisch stehen. Ich kann dem Verein nichts abgewinnen. Ganz einfach. Es ist für mich ein unsympathischer Verein. Dann kommen wir zum FC Augsburg. Haben sich mit Kampf und Leidenschaft einfach in der ersten Liga etabliert. So viele Jahre schon, haben sich hochgekämpft. Immer wieder gegen den Abstieg gewehrt. Und auch einmal, boah, wann war das? 2014, 15 oder so, haben sie ja sogar in der Europa League gespielt. Damit hätte auch absolut keiner mit gerechnet. Aber Augsburg einfach ein Verein, der ja sympathisch ist, mit kleinen Abwärtstrend zu, ist in Ordnung. Dann kommen wir zum BVB. Ja, Aktiengesellschaft, bisschen schwieriges Kapitel. Darum, gerade wegen dieser Aktiengesellschaft, auf gar keinen Fall ein Verein für sehr sympathisch. Allerdings ist er mir nun mal sympathisch. Die haben geile Spieler. Und gerade was die aus der Jugend machen, das ist einfach nur einzigartig. Da schafft kaum ein Verein in Deutschland. Gut, vielleicht wird es bei diesen zwei Stieren oder Bullen auch bald so sein. Ja, aber trotzdem. Also, es gibt sicherlich viele Sachen, die man beim BVB kritisieren kann. Auch ein paar Aussagen von Watzke, was so die Corona-Zeit betrifft. Ich denke mal, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Aber es ist ein sympathischer Verein für mich. Ich verfolge die Spiele immer super, super gerne. Ein geiler Spieler. Damit kommen wir zum nächsten Verein. Und das ist Borussia Mönchengladbach. Und was die gemacht haben in den letzten Jahren, das ist... Das ist Wahnsinn. Das ist einfach nur Wahnsinn. Sie haben sich jetzt für die Champions League qualifiziert, beziehungsweise für die Qualifiers. Für die... Na, wie sagt man denn nochmal? Für diese zwei Spiele auf jeden Fall. Fanbase vorhanden. Tradition absolut vorhanden. Ich gucke die Spiele immer sehr, sehr gerne. Und gerade die Tatsache, dass sie keine Aktiengesellschaft sind, kein riesengroßer Investor sie pusht, würde ich sagen, Borussia Mönchengladbach kommt bei mir ganz klar auf sehr sympathisch. Dann geht es weiter mit diesen. Dann geht es weiter mit Eintracht Frankfurt. Auch noch, die glänzen mit einer übertriebenen Fanbase, mit übertriebener Tradition im deutschen Fußball und auch gerade was die international alles abreißen, das ist so, so geil, dass die es leider gegen Chelsea dann im Elfmeterschießen verbockt haben. Es tat mir von hohem Herzen weh, und ja, die im Europa League Finale gesehen zu haben, das wäre schon
geil gewesen. Das wäre schon echt geil. Darum würde ich sagen, Eintracht Frankfurt stelle ich tatsächlich zusammen mit Borussia Mönchengladbach auf sehr sympathisch. Ich wünsche den Frankfurter alles Gute, haben eine ziemlich enttäuschende Saison jetzt gespielt. Ansprüche waren ganz klar höher. Aber gut, sowas passiert mal. Wieder angreifen und vielleicht nächstes Jahr dann wieder Europa League. Dann kommen wir zu den Bayern. Jo, er ist natürlich der größte deutsche Club in Deutschland. Müssen wir nicht drum herum reden. Sie haben den größten Marktwert, sie haben den größten Etat und kaufen sich natürlich auch Spieler, die sich andere Vereine nicht leisten können. Und auch beziehungsweise darüber regen sich ja sehr viele auf, dass sie das irgendwann machen und dass sie der Konkurrenz die Spieler wegschnappen. Ich sehe das ein bisschen anders. Klar, sie haben in der Vergangenheit sehr viele Spieler von der Konkurrenz abgekauft. Es ist jetzt aber deutlich, deutlich zurückgegangen. Also ich kann mich jetzt in den letzten Jahren, in den letzten 2-3 Jahren, an keinen Spieler mehr erinnern, der die Konkurrenz wirklich krass geschwächt hätte. Vielleicht so ein Pavard von Stuttgart, aber eine krasse Schwächung für Stuttgart war das jetzt eigentlich nicht. Und auch Stuttgart konnte einfach im Aufstiegsrennen, im Meisterschaftsrennen nicht mitspielen. Darum sage ich ganz ehrlich, keine Schwächung. Ja. Fanbase ist solide. Tradition bei den Bayern natürlich vorhanden, ganz klar. Ist für mich jetzt aber auch kein sympathischer Verein, gerade wegen Uli Hoeneß. Wirklich, Uli Hoeneß ist einfach ein Mensch. Es geht in meinen Kopf nicht rein, wie man so viel Scheiße labern kann. Also immer, wenn ich ein Interview von dem höre, gehe ich da mit einer negativen Grundeinstellung rein. Und ich werde halt immer wieder bestätigt, dass dieser Mann so gut wie nur Müll labert. Natürlich hat er viel für die Bayern gemacht, das ist keine Frage. Aber so als neutraler Zuschauer von einem Interview mit Uli Hoeneß, da wird man einfach nur enttäuscht. Darum, diese ganzen Sachen zusammengezählt, ergibt bei mir FC Bayern auf, ist in Ordnung. Dann geht es weiter mit dem FC Schalke 04. Jo. Schalke. Schalke. Ja, gut. Ich meine, habe ich gesagt. Katastrophale Rückrunde, brauchen wir gar nicht drüber reden. Eine gute Hinrunde. Aber wie man es dann so verbocken kann, bei so einer guten Hinrunde so eine schlechte Rückrunde zu spielen. Na, die hätten locker mit ein bisschen mehr Kontinuität einen Europa-League-Platz schaffen können. Warum sie da so nachgelassen haben, fragt mich nicht. Es ist jetzt aber auch garantiert kein Verein, der mich nicht juckt, sondern einfach so ein Verein, der in die Sparte ist, in Ordnung mit einzustufen ist. Schalke-Fans sind natürlich am Start, gar keine Frage. Und dann kommen wir zu Fortuna Düsseldorf. Leider, leider abgestiegen am letzten Spieltag in Berlin. Die haben geile Fans, die haben eine geile Tradition. Aber auch das ist wieder so eine Mannschaft wie Schalke, die ich jetzt ganz klar in die Sparte ist in Ordnung mit einfügen kann. Die sind mir jetzt auf gar keinen Fall unsympathisch. Ja. Ich weiß, ich würde sie vielleicht doch eher eine Stufe höher setzen, auf sympathisch. Ja, doch. Wir können es einfach mal so stehen lassen. Ist einfach ein geiler Verein, wie ich finde. Geile Fans, geile Tradition. Und wir kommen zum ersten FC Mainz 05. Und hättet ihr mich vielleicht noch vor 4-5 Jahren gefragt, da hätte ich gesagt, Mainz ist sympathisch. Aber jetzt würde ich sagen, ich kann diesem Verein nichts mehr wirklich abgewinnen. Es sticht nicht so wirklich was heraus. Stadion ist jetzt nicht so geil. Freue ich mich auch nicht wirklich, dass wir da nächste Saison hin müssen. Mainz ist einfach so ein Verein, der mich eher nicht juckt. Es ist aber auch kein Verein, wo ich sage, der ist mir unsympathisch. Auf gar keinen Fall. Aber es ist nun mal Mainz 05 und die sind für mich eher uninteressant. Dann muss ich wieder mal was trinken. Kommen wir zum ersten FC Köln. Und da hat auch, denke ich mal, jeder vor der Saison gedacht, die schaffen den Klassenerhalt nicht und werden gleich wieder durchgereicht in die zweite Liga.
Das haben sie gekonnt unter Beweis gestellt, dass sie dazu in der Lage sind, souverän die Klasse zu halten. Haben natürlich schwach begonnen, nach hinten heraus gut mitgespielt. Ich glaube, am Ende sind sie irgendwie Elfter geworden. Keine Ahnung. Aber es ist ein Verein, da würde ich sagen, ist in Ordnung ist. Er ist mir jetzt nicht krass sympathisch, aber natürlich auch nicht unsympathisch. So, dann kommen wir zu Hertha Windhorst Berlin. Ja, ihr merkt schon, auch da wird wieder Geld ohne Ende reingepumpt für Spieler, die den Big City Club in die Europa League führen sollen. Halte ich für absoluten Stuss. Wenn sie so weitermachen, werden sie irgendwann absteigen. Hoffe ich zumindest, wenn sie jetzt wirklich so weitermachen. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, das hätte mir sympathisch ist, aber erstmal dieses Stadion mit dieser Laufbahn noch drumherum. Ich finde, die haben echt ganz gute Fans, nur es kommt halt in diesem riesengroßen Olympiastadion nicht wirklich so zur Geltung, dass die echt krasse Fans haben. Auswärts sieht man es immer wieder, wenn Berlin was mitbringt, dass die eine gute Fanbase haben. Aber im Olympiastadion kommt das einfach nicht so durch. Ich habe mir auch schon sehr oft gedacht, wenn die jetzt in einem kleineren Stadion, sag ich mal mit 40.000 Fankapazität spielen würden, dass dieser Verein mir einfach viel sympathischer ist. Aber solange sie im Olympiastadion spielen, keine Ahnung, woran es bei mir liegt, aber da sind sie mir nicht sympathisch. Und natürlich das mit den Windhorst-Millionen, blibla blub. Aber trotzdem sah ich, er ist mir nicht ganz so unsympathisch, aber juckt mich auch ehrlich gesagt nicht. Also, anders wie meint, sind sie hier in der Sparte, juckt mich nicht, aber mit einem krassen Abwärtsdrall zu eher unsympathisch. Dann kommen wir zu Hoffenheim, ja, krass durchmarschiert, von der dritten in die erste Liga, dann die erste gut mitgespielt und dann war es das auch eigentlich. Seitdem plömpern sie seit Jahren im Mittelfeld der Bundesliga rum. Ja, also eigentlich so ein Verein, wo ich sage, juckt mich nicht, aber es ist Nummer 1899, Dietmar Hopp, Hoffenheim. Darum, ja, eher unsympathisch, mit einem Drall sogar nach weg mit euch. SC Freiburg ist auch ein sympathischer Verein, sympathischer kleiner Verein, der mir doch ganz gut am Herzen liegt. Haben eine richtig geile Saison gespielt, die Europa League nur knapp verpasst durch dieses 3:1 oder 4:1 am letzten Spieltag in München. Ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn sie es geschafft hätten. Ist ein kleines, sympathisches Stadion. Fans gibt es natürlich in der Bundesliga sehr viel bessere. Aber es ist, ich würde Freiburg so das Heidenheim der ersten Liga nennen. Darum sage ich, Freiburg ist mir nicht sehr sympathisch, sondern einfach nur sympathisch. Dann kommen wir zum VfL Wolfsburg und die kann ich auch mal ganz schnell hier zu eher unsympathisch schieben. Denn sie haben einfach ein Kackstadion, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Stadion hässlich. Der Gästeblock ist einfach nur krass ekelhaft. Fans sind nicht da, Tradition, es geht so, eher nicht so. Und natürlich wird auch sehr viel Geld in den Verein von VW reingepumpt. Dass ich einfach sagen muss, nicht eher unsympathisch, nicht weg mit euch, sondern ziemlich unsympathisch. Werder Bremen. Werder Bremen ist ein Verein, den Bielefelder vielleicht als sehr unsympathisch ansehen. Ich allerdings nicht. Wir haben eine Menge Tradition. Natürlich war ich auch in der Relegation. Habe ich gerade eine Menge Relegation gesagt? Ich glaube nicht, ne? Ich war natürlich in der Relegation für Heidenheim, weil ich auch für Bremen tatsächlich einfach mal wollte, dass die runtergehen in die zweite Liga, weil sie es einfach verdient hätten. Nach den Jahren, die sie ja zuletzt gezeigt haben. Aber ich gehe auch immer wieder in eine neue Saison rein, wo ich sage, hey, ich gönn's den Bremern jetzt tatsächlich mal, dass die Europa League spielen. Das ist scheißegal, wie sie die letzte Saison abgeschnitten haben und ich gönn's denen auch jetzt wieder. Ich gehe in die neue Saison rein mit, ich gönn den Bremern internationalen Fußball. Werden sie wahrscheinlich nicht schaffen. Ich hoffe, dass sie nicht absteigen werden. Aber ich hoffe auch, dass sie sich so langsam mal fangen und dann in den nächsten Jahren wieder oben mit angreifen können. Darum würde ich sagen, Werder Bremen
Ihr hört es an meinem Reden, ist mir ein sympathischer Verein. Und dann kommen wir zum letzten Verein in der ersten Liga und auch zum letzten Verein generell von diesem Video. Und das ist der erste FC Union Berlin bzw. Eisern Union. Ja, Berlin haben den Aufstieg in die erste Liga geschafft vor einem Jahr durch die Relegation gegen den VfB Stuttgart und haben seitdem eine sehr gute Bundesliga-Saison gespielt. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, dass sie den Abstieg knapp verpassen. Ich hatte auch gedacht, eigentlich in der Relegation wieder. Aber gut, wir wurden alle eines Besseren belehrt. Was gibt's da noch zu sagen? Tradition ist jetzt nicht so krass vorhanden bei Union Berlin, aber die Fans sind mir ultra sympathisch. Dieses Stadion ist einfach richtig geil mit irgendwie 80% Stehplätze. Ist mir mega, mega sympathisch. Ich war selber zweimal in Berlin und muss sagen, allein wenn die Hymne angeht, es ist so ein Gänsehaut-Feeling, auch wenn man als Gast im Gästeblock steht. Bin immer wieder gerne in Berlin, beziehungsweise bei Eisern Union. Und ich hoffe auch, dass wenn Bielefeld zu Union geht, dass wir dann wieder ins Stadion dürfen und nicht eine Karte ergattern können. Darum würde ich sagen, Union Berlin ist die dritte Mannschaft, die ich unter sehr sympathisch einschätzen oder einstufen würde. Ja, und da kann man sehen, wenn wir hier mal so durchskippen, die erste Liga ist schon so ein Verein, also so eine Liga, die mir generell ziemlich unsympathisch ist, wenn man das mal so vergleicht. Dritte Liga gibt zwei Vereine, die mir sehr sympathisch sind. Gut, das ist jetzt Bielefeld. Und da gibt es drei, die mir sehr sympathisch sind. Aber auch wenn man das mal so vergleicht mit eher unsympathisch bzw. weg mit euch, da gibt es vier. Da gibt es nur einen. Und da gibt es sogar schon fünf. Gut, man muss jetzt nicht unbedingt beim SC Paderborn darauf gehen, dass sie eher unsympathisch sind. Aber für mich rein persönlich sind sie nochmal unsympathisch. Aber das muss natürlich nicht für jeden sein. Ja, was aus der ersten Liga wird, das wird man in den nächsten Jahren sehen. Ich blicke eigentlich nicht relativ optimistisch da rein. Auch gerade, weil ich denke, dass in den nächsten Jahren solche Mannschaften wie Ingolstadt vielleicht zweite Liga spielen werden. Uerdingen wahrscheinlich sogar doch irgendwann den Durchmarsch schaffen werden und auch Unterhaching mit den Millionen, die da reingepumpt werden. Ja, es ist alles ein bisschen traurig, aber gut. Ich will dieses Video auch gar nicht so negativ beenden, sondern einfach mit guter Laune. Also, sind wir am Ende von diesem Video angelangt. Ich würde sagen, wenn euch meine Tierlisten gefallen haben, dann lasst hier gerne ein Däumchen nach oben. Schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr an diesen Listen gut fandet, ob ihr irgendwelche Vereine habt, die eurer Meinung nach übereinstimmen. Oder auch Vereine sind, wo ich gesagt habe, die sind unsympathisch. Die bei euch ganz, ganz oben stehen, schreibt es mir alles gerne in die Kommentare. Wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann sage ich vielen, vielen Dank. Ja, und dann sind wir am Ende angelangt. Schönen Abend noch, schönen Tag noch, was auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal. Reingehauen und auf Arminia.